Hallo und herzlich willkommen zu Plenum TV, das Magazin für Niederbayern. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit der Deckelung des Gesetzes für den Vorrang erneuerbarer Energien, oder kurz EEG. Zu diesem Thema begrüße ich auch später Markus Blume von der CSU und Martin Stümpfig von Bündnis 90 Die Grünen. Außerdem diskutieren wir den Ausgang der bayerischen Kommunalwahlen. Der erste Entwurf für Änderungen des Erneuerbaren Energiegesetzes ist fertig und sofort hat Sigmar Gabriel dafür auch Kritik einstecken müssen. Während die einen von einer Blockade der Energiewende sprechen, sehen die anderen die Deckelung der Förderung für Neuanlagen als zu niedrig. Also wir kritisieren es ja sehr, dass wir bei der Reform des EEGs eigentlich die falsche Richtung einschlagen. Es gibt ja eigentlich für uns nur eine Richtung. Wir müssen hin zu den Erneuerbaren. Die Alternativen sind für uns eigentlich nicht da. Darum finden wir das eigentlich schlecht, dass hier eine Deckelung eingezogen werden soll, was PV angeht, was die Windkraft angeht. Natürlich kritisieren wir sehr stark, dass jetzt dieser bayerische Sonderweg eingeschlagen werden soll. Das heißt, diese 10H-Regel, die der Seehofer erfunden hat, das würde dazu führen, dass wir Windenergie am Land überhaupt nicht mehr rentabel betreiben können. Und das ist eigentlich nachgewiesenermaßen die günstigste Energieerzeugung. Wind an Land ist das billigste und genau das bremsen wir aus. Ja gut, die Einstellung der Grünen ist, kennen wir ja immer dann, wenn ein energiepolitisches Thema auf die Tagesordnung kommt, wird gleich immer von der Abkehr der Energiewende gesprochen. Das scheint da bei den Grünen eher so zur Parteiphilosophie zu gehören. Ich glaube, gerade wir in Bayern können uns durchaus sehen lassen, was wir bisher zum Thema erneuerbare Energien und die Nutzung deren erreicht haben. Bayern ist vom Fahrplan her so weit, wie der Bund im Jahr 2020 sein will. Also das Wichtige ist, dass darüber diskutiert wird, dass die Menschen sich damit auseinandersetzen und dass natürlich nicht alle zufrieden sein werden. Das ist auch klar, merkt man ja auch an den Reaktionen. Aber ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg. Ich sehe, dass unser Minister das sehr gut macht, alle Bedürfnisse und Meinungen unter einen Hut zu bringen, ist sowieso schwierig und in dem Zusammenhang auch. Aber ich sehe uns auf einem guten Weg. Also das ist halt viel zu lange nichts gemacht worden. Das ist sicherlich ein Problem, aber Gabriel packt es jetzt schon an und wird es mit entsprechendem Gewicht durchsetzen. Wir brauchen niedrigere Strompreise, sowohl auch, dass die Unternehmer eben im international tätig sind und auch sich da behaupten können, wie natürlich auch für die Bürgerschaft. Also absolut, Strompreise müssen nach unten und Bayern ist auf einem sehr guten Weg. Auf der anderen Seite wird der Bürger natürlich für den Strom wieder mehr zahlen müssen, weil der Kreis, der Zahler, ist ja immer kleiner geworden. Also sehr viel Großindustrie ist herausgenommen worden. Manche sind berechtigt, sage ich auch, sehr energieintensive Unternehmen sind herausgenommen worden, aber andere sind auch herausgenommen worden, die vielleicht nicht berechtigt waren. Und da muss man einfach genau hinschauen, wenn eine Großindustrie vor der Energiewende, vor der EEG-Umlage weniger oder mehr für den Strom bezahlt hatte als jetzt, als nach der Energiewende, ohne dass er EEG-Umlage zahlt, dann stimmt was nicht. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, den bayerischen Kommunalwahlen. Gerade einmal 2 Wochen sind sie her, die entscheidenden Stichwahlen gibt es morgen, doch schon jetzt fühlen sich alle Fraktionen in ihrer parlamentarischen Arbeit bestätigt. Jeder sagt sogar, er ist kommunal gesehen der Gewinner. Für die CSU, denke ich, können wir mit etwa 40% zufrieden sein. Es gibt einen klaren Trend bei dieser Kommunalwahl, dass erheblich mehr Listen angetreten sind. Das führt natürlich auch zu erheblich größeren Splittungen bei den Stimmabgaben. Wenn man allein nach München schaut, weit über 10 Listen und Parteien und Gruppierungen, die angetreten sind. Ein Trend, den sie quasi in allen größeren Städten auch haben, auch in vielen Gemeinden mit vielen unabhängigen oder freien Listen. Das führt natürlich dazu, dass die beiden großen Parteien sich schwer tun, groß zuzulegen. Aber wir haben zum Beispiel im Bereich Decknerfeld als CSU in der Kreistagswahl ja 5% zugelegt, da sind wir eindeutiger Gewinner. Aber es gibt insgesamt bayernweit betrachtet ein paar interessante Entwicklungen, gerade bei der Vielfalt der Listen. Also ich finde, die Grünen haben in der Kommunalwahl in Bayern sehr gut abgeschnitten. Wir sehen uns eigentlich als eindeutige Sieger. Wir haben überall zugelegt. Wir sind erstmalig in allen Landkreisen vertreten. Wir haben fast in allen Parlamenten wirklich auch Mandate hinzugewonnen. Also für uns ist das Ergebnis wirklich sehr gut ausgefallen. Ich denke, aus CSU-Sicht können wir zufrieden sein, bayernweit betrachtet, mit den Ergebnissen, die unsere Kandidaten eingefahren haben. Es ist nach wie vor so in der Bilanz, dass
die Mehrheit der Mandate von den CSU-Kandidaten geholt wurde, sei es bei den Landräten, bei den Bürgermeistern oder auch bei den Gemeinde- und Stadt- und Kreisräten. Also ich denke, als CSU können wir insgesamt zufrieden sein. Natürlich gibt es punktuell immer wieder ja, auch Niederlagen. Aber das ist halt in der Kommunalwahl so, weil ich einfach glaube, dass in der Kommunalwahl der Wähler weniger die Partei im Vordergrund sieht als den jeweiligen Kandidaten. Also wer auf jeden Fall nicht der Gewinner ist, sind die Wähler und Wählerinnen, weil so viele nicht zur Wahl gegangen sind. Also ich muss einer ganz ehrlich sagen, mich ärgert das maßlos, dass man dieses hohe Recht, dieses schöne, gute Recht, das Wahlrecht so mit Füßen tritt und nicht annimmt. Also von daher gibt es für mich jetzt da keinen Gewinner in dem Sinn, sondern nur Verlierer, weil das ganz schlecht ist, wenn die Menschen das nicht annehmen. Woanders lassen sich die Leute umbringen, weil sie wählen wollen und wir dürften wählen und gehen nicht. Also das finde ich ganz schlimm. Das muss ich jetzt einfach, musste ich loswerden, weil ich glaube, dass die Ergebnisse in den einzelnen Städten so unterschiedlich sind, dass man keinen Gewinner oder Verlierer insgesamt nennen kann. Also wir haben in Landshut keine OB-Wahl gehabt. Bei uns in der Kommunalwahl, ich bin ja in Landshut auch Stadtrat, wir sind mit unserem Ergebnis auch zufrieden. Wir haben 13 Mandate bekommen von der Wählerschaft und auf Landkreisebene hat sich der Kandidat der Freien Wähler im ersten Wahlgang gegen unseren CSU-Kandidaten durchgesetzt. Das ist natürlich war ein negatives Beispiel vom Wahlausgang her, ja. Also wir haben in Bayern hervorragend abgeschnitten, wir haben Zugewinne verzeichnen können. Alles ist ja noch nicht abgeschlossen, es gibt nur einige Stichwahlen in Bayern. Konkret bei uns in Landshut haben wir zum Beispiel den Landratskandidaten durchgebracht. Also ich glaube, wir stehen dann ganz gut da und wir fühlen uns als Sieger. Plenum TV kontrovers, das Thema diesmal das EEG, das Erneuerbare Energiengesetz. Es regelt die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Quellen in unser Stromnetz und natürlich auch deren Einspeisevergütung. Zu diesem Thema begrüße ich Markus Blume von der CSU und Martin Stümpfig von Bündnis 90 Die Grünen. Beide sind sie im Ausschuss für Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau und Verkehr und Energie und Technologie. Herr Blume, es gab schon immer Änderungen im EEG. 2009 gab es die Einführung des Ausgleichs, 2012 zum Beispiel die Direktvermarktung. Warum ist denn die jetzige Änderung so stark diskutiert? Weil wir im Moment nicht nur an ein paar Stellschrauben wie der Vergangenheit im Kleinen drehen, sondern sehen, dass das EEG insgesamt großen Reformbedarf hat. Der Hintergrund ist, wir sind in den letzten Jahren extrem erfolgreich gewesen in Deutschland beim Zubau der erneuerbaren Energien. Wir sind zum Teil weiter vorangeschritten, als es selbst die kühnsten Überlegungen sich vorstellen konnten oder im Auge hatten. Und umgekehrt merken wir inzwischen, dass es einige Phänomene gibt, die wir unbedingt beheben müssen. Und die Tatsache, dass jede zusätzliche Anlage, die heute neu ins Netz geht, Photovoltaik oder Wind, zum Teil auch den Ausgleichsmechanismus für die Anlagen in der Vergangenheit mit beeinflusst, dass die Preise zu manchen Tageszeiten im Keller sind, zu anderen Tageszeiten wir mitunter nicht genügend Kapazitäten haben, dass Kraftwerke wie Gaskraftwerke, die eigentlich genau notwendig wären für die Energiewende als flexibler Ausgleich, dass die heute aus dem Markt gedrängt werden und sich nicht mehr sozusagen am Markt verdienen können. All das sind Effekte, die wir im Auge haben müssen und wo es jetzt mit einer einfachen Vergütungsneuregelung nicht getan ist. Eine eingesetzte, vom Bundestag eingesetzte Expertenkommission empfiehlt dir, das EEG abzuschaffen. Ich zitiere hier aus dem Gutachten vom 26.02. Das EEG entfalte keine messbaren innovativen Wirkungen. Herr Stümpfig? Wir bräuchten andere Mechanismen. Also es ist wirklich so, dass der Strom an der Börse ist mittlerweile aufgrund der Erneuerbaren sehr, sehr niedrig. Diesen Preis müssen wir auch an die Bürger weitergeben können. Und wir bräuchten neue Ideen, dass wir sagen, jawohl, wie schaffen wir es denn, effiziente, flexible Kraftwerke wie unsere Gaskraftwerke auch wirtschaftlich betreiben zu können und endlich die Braunkohle aus dem Markt zu bekommen, dass man nach einem Atomkraftausstiegsplan bis 2022, bis 2028, bis 2030 auch endlich aus der Braunkohle rauskommen. Da muss heute jetzt schon im EEG die richtigen Weichen gestellt werden. Das wird leider nicht gemacht. Man wirft den Erneuerbaren nach wie vor Prügel zwischen die Beine, obwohl sie die billigste Art und Weise ist, Energie zu erzeugen. Und das kritisieren wir stark. Momentan ist in Deutschland die Stromversorgung bei 25%. In Bayern ist sie sogar etwas höher durch die erneuerbaren Energien. 2025 soll sie bei 40-45% sein und 2035 sogar bei 55-60%. Ist dies denn überhaupt möglich?
Also die Tatsache, dass wir heute in Bayern schon deutlich weiter vorne liegen, tatsächlich bei 35% aktuell Anteil erneuerbarer Energie am Strommix, und wir in Bayern ja ohnehin ambitioniertere Ziele haben, schon bis zum Jahr 2021, 2022 auf 50% zu kommen. Ich halte das für absolut erreichbar. Wie gesagt, wir liegen im Moment sogar etwas vor Plan mit all den Folgen, die wir vorhin schon ansatzweise diskutiert haben. Deswegen ist, glaube ich, nicht die Kunst, diesen Anteil an erneuerbaren Energien zu erreichen, sondern die Kunst wird darin bestehen, das Ganze so zu organisieren, dass es bezahlbar bleibt. Und das Argument der Bezahlbarkeit lässt sich nicht wegdiskutieren. Und auch das Argument der Arbeitsplätze, die verloren gehen, das, lieber Herr Kollege, ist ein schleichender Prozess. Es macht keiner seine Fabrik zu und baut zwar anders auf. Aber wenn ich vor der Frage stehe, wo investiere ich neu, dann sehen wir, dass diese Indikatoren heute für Deutschland leider schon negativ sind. Und wir haben das Thema Klimaschutz. Da, glaube ich, liegen wir ganz eng beieinander. Es wäre verrückt, wenn wir die absolut notwendige, ambitionierte Zielsetzungen für den Klimaschutz in Deutschland aufgeben würden, weil wir irgendwie jetzt merken, ohne die Kohle geht es nicht. Also das ist mit uns nicht zu machen. Herr Stümpfig, stimmen Sie dem so im Grunde zu? Ich stimme dem zu, dass man sagen, Klimaschutz muss wirklich das sein, was uns antreibt. Und da sind wir, denke ich mal, im Prinzip ja schon einer Meinung. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Und die Ziele müssen jetzt wirklich auch höher gesteckt werden. Wenn man sieht weltweit die Problematiken, also wir müssen als Industrieland Deutschland, wir müssen als Industrieland Bayern wirklich vorangehen und mutig vorangehen. Da sehe ich momentan einfach ein wenig Mutlosigkeit. Es gibt keinen Plan, weder von der Bundesregierung in besonderem Maße, nicht von der Staatsregierung. Wenn unser Herr Ministerpräsident einmal argumentiert das so, dann wieder so. Also wir müssen wirklich einen ganz konkreten Plan haben und nur dann können wir unsere Bürger auch mitnehmen, weil die Energiewende wird die eine oder andere Last bringen. Also es wird nicht so sein, dass es umsonst zu haben ist. Und wenn es dann nur noch darum geht, das große Thema Energiewende, ob jetzt mein Strompreis 1 Cent mehr oder weniger kostet, ist die Diskussion zu gering. Also wir müssen es einfach schaffen, die Bürger mitzunehmen bei dem Thema Klimaschutz, um was geht es denn, und da wirklich dafür einzutreten. Und da brauchen wir Maßnahmen, und die Energiewende wird nur von unten funktionieren. Es gibt ganz viele Stadtwerke, Bürger, die das in die Hand nehmen. Und wenn wir jetzt wieder bei der Windkraft sind, hat es eben unser Herr Seehofer geschafft, im letzten halben, dreiviertel Jahr ganz, ganz vielen Bürgerenergiegenossenschaften den Mut zu nehmen, die finanzielle Basis zu nehmen mit der 10H-Regelung. Und das ist einfach so viel Vertrauen zerstört. Das wird ganz schwer wieder aufzubauen, aber ich denke, dass man, wenn man da gemeinsam ein Ziel sich setzt, kann man sicherlich erreichen, bloß wir müssen konsequenter werden und nicht immer mal rein in die Kartoffeln und raus aus die Kartoffeln. Sie haben es gerade angesprochen, die 10H-Regelung und die Pläne. Herr Blume, Sie sind da so ein wenig anderer Meinung. Also ich glaube, der Vorwurf an die Politik ist immer ein bisschen einfach oder wohlfeil zu sagen, es gibt keinen Plan. Eine Energiewende in dem Umfang hat weltweit noch keiner probiert. Es gibt keine Blaupause. Wir bewegen uns in Deutschland, und das bestätigen auch Wissenschaftler, definitiv auf neuem Terrain, insbesondere mit einer Energiewende, die so weit vorangeschritten ist. Und es wäre aus unserer Sicht völlig falsch zu sagen, was wir jetzt einmal 2011 beispielsweise beschlossen haben, da verändern wir jetzt kein Jota mehr, darf nichts mehr anders werden, das muss so bleiben. Das wäre natürlich falsch, und wenn wir jetzt, weil das Thema Wind gerade angesprochen wurde, sehen, dass wir in Bayern übrigens einen unglaublichen Boom haben, 10-mal mehr als in Baden-Württemberg, wo Ihre Partei regiert, dann kann man nicht sagen, hier wird irgendwas abgewürgt, aber wir müssen auch mit der neu entstandenen Besorgnis der Bevölkerung umgehen, dass hier Dörfer umzingelt werden und anderes. Und diesen Überlegungen trägt wiederum der neue Vorschlag Rechnung, bei dem ja übrigens auch am Ende die Bürger das letzte Wort haben, wenn sie vor Ort die Energiewende wollen. Und das unterstelle ich bei den Projekten, wo auch starke bürgerschaftliche Aktivität da ist, dann können die das selbstverständlich machen. Wenn es denn so einfach wäre, dass sie es machen können, dass wir im Land auf, Land ab in Bayern mittlerweile ganz viele Energiegenossenschaften, denen wirklich der Boden oder den Füßen weggezogen wurde. Das sind Projekte, die planen Planungszeiträume 3, 4, 5 Jahre. Die sind nach Fukushima wirklich alle aufgerufen worden, jawohl, tun wir was. Und die stehen jetzt mitten in der Planungszeit und jetzt geht es nicht weiter. Also das ist wirklich sehr schade. Da müssen wir einen anderen Weg gehen, und auch Baden-Württemberg begibt sich da momentan auf den Weg, seitdem ein grüner Ministerpräsident dran ist, geht es vorwärts, aber Windkraft hat lange Planungszeiträume, und da müssen wir in Bayern anscheinend in der Staatsregierung noch was dazulernen. Nur dann kann die Energiewende gelingen, aber ich bin nach wie vor optimistisch. Dann danke ich Ihnen beiden, dass Sie heute da waren. Das war wieder Plenum TV, das Magazin.